Autohaus Peach. Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Neu- und Gebrauchtwagen. Und mit unseren umfassenden Werkstattleistungen bringen wir Sie wieder schnell auf Touren, wenn es einmal nicht so läuft. Autohaus Peach. Höchste Qualität im Service und Verkauf. Sonntagmorgen an der Illushöhe nach dem 2:2 des VfL Osnabrück gegen den 1. FC Nürnberg. Trainer Uwe Kuschinat ist auch da. Herr Kuschinat, nach dem 0:0 gegen Paderborn in der vergangenen Woche haben Sie gesagt, das ist ein Unentschieden, das sich anfühlt wie eine Niederlage. Wie war es gestern auf der langen Rückfahrt nach Hause? Naja, wenn du so spät den Ausgleich machst und dann in der letzten Sekunde noch einen Ball von der Linie kratzt, dann ist das mit Sicherheit erstmal ein Erfolg. Ein Erfolg für die Gruppe, ein Erfolg für eine komplett intakte Mannschaft, die extremst lebt. Auf der anderen Seite müssen wir der Situation realistisch ins Auge blicken. Wirklich nach vorne zu kommen, brauchen wir Dreier. Das haben wir gestern verpasst. Ehrlicherweise war das mal so ein Spiel, bei dem beide Trainer, glaube ich, dasselbe Fazit gezogen haben. Es waren sehr, sehr viele Gelegenheiten da, um tatsächlich zu gewinnen. Aber leider Gottes auch sehr, sehr viele Möglichkeiten für den Gegner da, um das Spiel zu verlieren. Und deswegen ist das 2:2 am Ende wahrscheinlich sehr, sehr leistungsgerecht und für uns aufgrund des späten Tores und der Rettungsaktion dann eher als einen Erfolg zu feiern. Ja. Mhm. Sie haben die vielen Möglichkeiten auf beiden Seiten angesprochen. Es gibt ja diese Statistik der Expected Goals. Da hat Ihre Mannschaft gestern 3,82 gesammelt, wahrscheinlich so viele wie noch nie in dieser Saison. Bedeutet, man hätte quasi fast 4 Tore schießen können anhand der Chancen. Mhm. Man sieht daran zweierlei. Einmal, dass die Fortschritte im Ballbesitzspiel da sind, dass sich die Mannschaft deutlich mehr Chancen erarbeitet als noch vor Wochen, paar Monaten. Aber eben auch, dass eben viele Möglichkeiten da waren, auch das Spiel eben zu gewinnen. Ja, das ist absolut richtig. Und ich finde, in allen Teilbereichen geht unsere Entwicklung in die richtige Richtung. Wir haben in der Vorwoche gegen Paderborn die zweithöchste Sprintrate zum gegnerischen Tor hinbekommen. Und nicht nur, weil wir lange Zeit in Überzahl gespielt haben, sondern vor allen Dingen in den ersten 20 Minuten einen spektakulär schnellen, gut organisierten Fußball auf den Platz gebracht haben. Ich glaube, jeder sieht, dass wir mehr als auf Augenhöhe mit Mannschaften agieren, die aktuell deutlich mehr als 20 Punkte haben. Insofern ist das natürlich in allen Teilbereichen eine sehr, sehr positive Entwicklung. Und die überraschendste vielleicht, dass eine Mannschaft, die zumindest optisch so ein bisschen abgeschlagen wirkt, dass die eben einen herausragenden Ballbesitzfußball auf den Platz bekommt. Das war ja am Ende auch der Grund, warum Paderborn irgendwann zu 10 war. Und das ist mit Sicherheit sehr, sehr positiv. Auf der anderen Seite, ja, will ich auch nicht alles schön quatschen. Am Ende geht es natürlich auch darum, diese deutlich aktivere Spielhaltung mit einer besseren defensiven Konsequenz zu verbinden. Da waren mir gestern nicht nur die Torerfolge der Nürnberger, sondern insgesamt einige Aktionen etwas zu luftig verteidigt. Mhm. Da müssen wir mit Sicherheit deutlich stärkere Stoppschilder einfach auch im Mittelfeld setzen. Ich finde, dass wir dort gegenüber anderen Zweitligisten noch nicht dreckig genug sind. Da gibt es sehr, sehr viele Mannschaften, die einfach mal das Spiel durch einen Foul unterbrechen, wenn sie nicht selbst in Ballbesitz kommen können. Und mit unserer deutlich risikobehafteteren Spielanlage muss das logischerweise auch dazugehören. Auf der anderen Seite bekommen wir aktuell sehr, sehr viel Lob für unsere Inhalte. Sie haben gerade angesprochen, wir haben nicht irgendwo aus zwei Möglichkeiten zufällige Tore geschossen, sondern das alles entsprang wirklich sehr, sehr gut vorgetragenen Angriffen, einer gewissen Überlegenheit. Gestern war ich sehr, sehr zufrieden mit den Einwechslungen. Alle Spieler haben eine ganz neue Energie auf den Platz gebracht. Symptomatisch wahrscheinlich, dass Wolf an die Latte schießt, Lobinger Schuss vom Torwart so abgewehrt wird, dass eben Ochi Fried vollenden kann. Auch dort bin ich natürlich sehr, sehr froh. Ich weiß, dass Ochi hier eine sehr, sehr schwierige zweite Phase hatte. Aber hoffentlich mit dem Tor und jetzt auch dem Ende der Wechselperiode, also dieser ganz klaren Sicherheit, das ziehe ich hier durch, dann hoffentlich auch wieder ein bisschen Kredit sich bei den Menschen geholt hat, auch ein neues Selbstvertrauen sich geholt hat, das brauchen wir. Und deswegen sehe ich schon, dass die Mannschaft lebt und dass sie auf einem guten Weg ist. Mhm. Die Mannschaft hat auch wieder zwei Rückstände aufgeholt. Auch gegen Karlsruhe ist sie nach einem Rückstand schon mal zurückgekommen. Das war in der Hinrunde hin und wieder mal ein Problem, dass es nach einem Rückstand dann auseinandergefallen ist. Ist das vielleicht ja, diese neu gewonnene oder wiedergewonnene mentale Stabilität auch so ein bisschen Ihr größtes Verdienst bislang in der Amtszeit? Ja, ich will erstens die Dinge nicht auf mich reduzieren. Das ist immer Teamarbeit, Mannschaftsarbeit. Neben der Idee, die ein Coach möglicherweise hat, gehören natürlich auch Spieler dazu, die das vorbehaltlos annehmen. Also ich glaube, jeder, der uns ab und zu an der Illushöhe oder am Schinkel besucht, der weiß, dass die Intensität sich erheblich gesteigert hat. Das müssen Spieler logischerweise auch mit einer 100%igen Überzeugung auch mittragen. Und das haben sie getan.
Ganz, ganz viele Inhalte sieht man jetzt im sehr, sehr schnellen Transfer auf dem Platz. Insofern ist das positiv und ich glaube, dass diese Art, Rückstände aufzuholen, dann nicht nur an einer mentalen Stärke oder an einem gewissen Glauben liegt, sondern logischerweise auch an Inhalten. Das heißt, die Spieler spüren einfach auf dem Feld, dass sehr, sehr viele Rückstände einfach auch ungerecht sind, dass sie einfach nicht harmonieren mit dem, was sich auf dem Spielfeld tut. Und das gibt ja prinzipiell erstmal ein gutes Gefühl. Ich glaube, da ist es immer ein Riesenunterschied, ob du folgerichtig irgendwo in Rückstand gerätst und dann spürst, so mit dem, was wir heute auf den Platz bringen, ist jetzt eigentlich nichts mehr möglich. Oder ob du spürst, nein, wir sind richtig gut im Spiel und wir wollen uns dagegen aufbäumen. Trotz alledem muss es mir natürlich als Coach jetzt, ich glaube, ist dann das siebte Spiel, im siebten Spiel mal gelingen, in Führung zu gehen. Mhm. Man hat im Testspiel gegen St. Pauli gesehen, gegen einen übermächtigen Gegner, der dann wirklich gewinnen wollte, wie gut sowas tut, wie verändert du dann logischerweise auch spielen kannst aus einer Führung heraus. Und das wird mit Sicherheit ein Schlüssel sein für die restlichen Spiele. Rückstände umzubiegen, spricht für die Mannschaft, aber es wird in der zweiten Liga eben sehr, sehr schwierig, dann auch Dreier zu holen. Mhm. Zu Rückständen gehören natürlich auch Gegentore und entsprechend auch Fehler. Wenn wir auf die beiden Tore einmal schauen, beim 1:0 von Nürnberg spaziert Usun eigentlich durchs Mittelfeld und wird gar nicht richtig angegriffen. Wo ist da sozusagen der Kernpunkt, den Sie festmachen? Naja, wir haben eine deutlich aktivere Art mittlerweile, den Gegner im eigenen Spielaufbau zu stören. Denn eine Prämisse für diese Mannschaft war, dass wir die Wege zum Tor unabhängig von der jeweiligen Spielsituation deutlich verkürzen. Weil ich finde, wir haben dann schon eine sehr, sehr hohe Qualität so in diesen offensiven 1-gegen-1-Situationen. Wir finden da sehr, sehr viele gute Lösungen. Grundvoraussetzung ist gegen auch sehr, sehr spielstarke Mannschaften ein gewisser Mut im gegnerischen Ballbesitz. Und dafür haben wir dann gestern in der einen oder anderen Situation durchaus auch den Preis bezahlt. Ne? Also ich habe eine Strichliste geführt mit ungefähr 20 Aktionen, bei denen wir in einem hohen Pressing ein gewisses Risiko gegangen sind. Und da hast du eine deutlich zweistellige Zahl an Aktionen, wo du frühzeitig den Ball gewinnst, wo du sofort selbstgefährlich wirst, wo du den Gegner stresst. Das ist so das Momentum, was du benötigst. Aber gegen so eine spielstarke Mannschaft wie Nürnberg geht es eben auch mal schief. Mhm. Und dafür brauchst du dann logischerweise einen Exitplan. Und der dümmste ist es dann, so einen Spieler wie Usun am Strafraum irgendwo unbedrängt zum Abschluss kommen zu lassen. Sprich, dann ist die Verantwortung eben sehr, sehr groß, erstmal die Beine in die Hand zu nehmen, möglichst geschlossen in den Ball zu kommen, sich persönlich möglicherweise auch mal zu opfern und frühzeitig einen Angriff dann einfach durch einen Foul zu unterbinden. Haben die Paderborner in der Anfangsphase ausschließlich getan, weil sie sich anders nicht zu helfen wussten. Und das sind eben so Faktoren, die müssen jetzt dazukommen. Nicht nur erfolgreich Bälle zu gewinnen, sondern wenn es mal nicht gut läuft, auch einfach das Spiel zu unterbrechen. Und das ist jetzt so ein nächster Schritt. Aber von unserer aktiven Spielanlage wollen wir definitiv nicht weggehen. Mhm. Beim 2:1, wieder durch Usun, ist es eine Kombination über die linke Seite. Da sind ja drei Spieler des VfL eigentlich so ein bisschen in der Luft gehangen. Also ja. Michael Cuisance läuft hinterher. Conte kommt nicht richtig in den Zweikampf und Andruzos mit einem, der ansonsten ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat, ja, muss man sagen, mit einem leichten Stellungsfehler. Ja. Ja, absolut. Also vor allen Dingen Andru hat dort, weil in der Offensive immer direkt den Zugriff zu kriegen in relativ großen Räumen, ist natürlich auch das ein oder andere Mal schwierig. Aber auf der letzten Linie darfst du dir natürlich keine Stellungsfehler erlauben. Und in der Situation hat Andru eben einfach diese Außenbahn zu weit preisgegeben. Dadurch kamen Spieler direkt in unseren Rücken. Ich glaube, es ist am Ende auch vielleicht so eine kleine Problematik bei Andro, dass er eben herausragende erste Hälften spielt, aber vielleicht aufgrund der Anpassung an den deutschen Fußball seinem sehr, sehr hohen Tempo so ein bisschen Tribut zollt. Ich bin der Meinung, das wird sich über Spiele ergeben, denn jeder sieht, dass der Spieler uns natürlich extremst positiv auch nach vorne bringt. Und da wird ihm jede Trainingswoche, wird ihm da mit Sicherheit noch mehr Power, noch mehr Zweitliga-Power geben. In der Situation hat er nicht gut ausgesehen, das weiß er auch selbst, das werden wir logischerweise taktisch auch nochmal thematisieren. Trotzdem darf natürlich die Folge aus einem Flügeldurchbruch nicht sein, dass der beste Nürnberger, eigentlich so der Einzige, der sich im Scorerbereich abhebt, dann so frei zum Abschluss kommt, weil auch dort hatten wir Zuständigkeiten für solche Situationen und die haben wir dort eben nicht gut gelöst. Mhm. Wenn wir dann jetzt nochmal auf die eigenen Tore schauen, vor allem auf das 1:1, das ist eigentlich so. Also ich habe das Tor gesehen und dachte, das ist so eine Blaupause, wie der Trainer sich die Mannschaft vorstellt. Also Andruzos dribbelt an, nimmt zwei, drei Leute aus dem Spiel und spielt dann direkt tief auf den schnellsten Spieler, den sie ja immer wieder fokussieren wollen.
Ja, das ist schon so, dass das natürlich ein Angriff war, der unserer Spielidee sehr, sehr nahe kommt. Ich möchte in dem Zusammenhang aber nicht nur die Geschwindigkeit hervorheben, die wir am Flügel haben, sondern auch das, was davor geschieht. Ich finde, wir sind eine sehr, sehr schwer zu packende Mannschaft aktuell, weil wir ganz, ganz viele Muster uns antrainiert haben. Da hat vor allen Dingen Martin Heck unheimlich viel Input einfach eingebracht. Und das sieht man dann vielleicht nicht nach den ersten 2, 3 Trainingseinheiten, aber durch die Kontinuität seit dem Trainingslager in Spanien, glaube ich, hat die Mannschaft auch immer mehr Selbstvertrauen. Das Spiel von hinten heraus in einer hohen Variabilität nach vorne zu tragen. Ich bin immer noch der Meinung, dass der lange Ball und das gezielte auf den zweiten Ball gehen ein sehr, sehr wichtiges Element ist, um einfach auch unausrechenbar zu bleiben. Aber es darf logischerweise nicht das Einzige sein, sonst kann sich ein Gegner sehr, sehr leicht darauf einstellen. Und was wir mittlerweile so aus dem Ballbesitz auf den Platz bringen, wie viel Flexibilität und wie viel Selbstvertrauen wir da auf den Platz bringen, das macht uns, glaube ich, derzeit sehr, sehr schwer zu attackieren. Und deswegen bin ich da schon froh, dass wir dort wirklich viele, viele Schritte nach vorne gekommen sind. Ich glaube, das werden Grundvoraussetzungen werden, um in der zweiten Liga weiterhin auch unausrechenbar zu bleiben. Es gab ja dann nach dem 1-2 noch Chancen, unter anderem der Lattentreffer von Jannis Wolf, die Chance von Lukas Kunze. Wenn man so viele Dinge richtig macht und dann wieder trotzdem nicht gewinnt, obwohl man in der letzten oder in der Nachspielzeit dann eben den Ausgleich schießt. Wie groß ist dann die Gefahr, irgendwann zu verzweifeln und zu sagen, ey, wir machen so viele Dinge gut, irgendwann müssen wir gewinnen, aber wir schaffen es einfach nicht? Nee, ich glaube jetzt aktuell wirklich nicht. Weil die Mannschaft schon eine sehr, sehr große innere Kraft hat. Ich finde es auch bemerkenswert, wirklich bemerkenswert, welche Schritte in sehr, sehr kurzer Zeit einzelne Spieler hier machen. Ich glaube, jeder sieht, dass Christian Condé ein total veränderter Typ ist, dass er jetzt einfach für die Mannschaft auch Entscheidungen im positiven Sinne auf den Platz bringen will. Man sieht, dass die Mannschaft eine sehr, sehr gute innere Harmonie hat. Man sieht aber auch, wie beispielsweise jemand wie Maxwell Jamfi, der in sehr, sehr jungen Jahren jetzt schon die Binde trägt, dass der gestern sich total verantwortlich gefühlt hat dafür, dass wir nicht mit leeren Händen dastehen und dass der es dann am Ende mit allen Nürnbergern aufgenommen hat und natürlich auch sehr, sehr stark beteiligt war am Ausgleichstor. Das alles spricht dafür, dass diese Mannschaft nicht zusammenbricht. Und ich würde mich einfach wahnsinnig für die Gruppe freuen, wenn das dann eben belohnt wird durch einen Dreier. Ich denke, man hat gestern gesehen, dass wir zu einem brutal attraktiven Spiel wiederholt beitragen, dass viele wirklich sehr, sehr erstaunt sind über das, was wir auf den Platz bringen und dass wir aber am Ende immer noch zu viel falsch machen, um einfach Dreier zu holen. Ne? Und daran müssen wir weiterarbeiten. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht an der Bereitschaft der Mannschaft mangelt. Ich würde zum Abschluss gerne noch, also ich wollte ursprünglich über 4 Spieler sprechen, 2 haben Sie schon abgeräumt. Sie haben über Ochi Fried, der das Ausgleichstor geschossen hat, schon gesprochen und über Christian Conte, den Sie sich ganz persönlich oft auch vornehmen. Dann wäre noch die Personalie Thomas Geuginger, der gestern sein VfL-Debüt gegeben hat. Wie haben Sie seine Einwechslung gesehen? Hat er fast eine halbe Stunde dann mit der Nachspielzeit gespielt? Ja, und ich glaube, da hat man schon alles gesehen, was wir uns von diesem Spieler erwarten. Er hat direkt Verantwortung übernommen bei einem Freistoß, weil er schon auch eine sehr, sehr hohe Quote an spielentscheidenden Aktionen hat. Ich finde, das ist ein positives Zeichen, auch wenn der Freistoß dann am Ende im Gesicht eines Nürnbergers gelandet ist. Aber sich in der Situation zu sagen, so, das Ding will ich mir jetzt nehmen, das zeigt, was er für ein Typ ist. Dass er riesige Lust hat, hier Verantwortung auch zu übernehmen. Man hat in den ersten Trainingseinheiten schon gesehen, dass er Rekorde läuft in Sachen Intensität. Das ist sein Spiel. Ich glaube, er hat eine ganz, ganz tolle Arbeitsmoral und Mentalität. Das ist ein Spieler, der sich stetig nach oben gearbeitet hat, der seine Qualitäten immer an das nächste Level angepasst hat. Insofern sehr, sehr spannend. Und dann kommt eben neben dieser guten Arbeitshaltung einfach hinzu, dass er schon für viele richtige Entscheidungen in Richtung gegnerisches Tor steht. Deswegen haben wir diesen Transfer gemacht. Und da bin ich schon auch davon überzeugt, dass er uns in dem Teilbereich mit seiner Erfahrung bereichern wird. Und dann die letzte Personalie wäre Kapitän Timo Beermann, der gestern, also der war mit in Nürnberg, war mit im Spieltagsaufgebot sozusagen, war aber am Ende nicht im Kader. Ja. Ist momentan so ein bisschen das Opfer davon, dass die anderen drei es einfach gut machen, oder? Ich finde, Opfer ist da ein zu negativer Begriff. Also ich bin der Allerletzte, das muss man mir glauben, der nicht die Verdienste und die Karriere eines Spielers achtet.
In der jetzigen Situation ist es einfach so gewesen, dass Timo natürlich in die Vorbereitung gestartet ist mit so einem kleinen Rückstand. Mhm. Es war das Ziel der medizinischen Abteilung, ihn nicht wieder so schnell hochzuschießen, dass Rückschlagsgefahr irgendwo da ist, sondern auch auf die Erfahrung dieses Spielers zu hören und einfach auch auf die Erfahrung der medizinischen Abteilung zu hören. Deswegen konnten sich andere natürlich so einen gewissen Vorsprung erarbeiten. Und man muss, finde ich, fairerweise sagen, dass dieses Duo Jumpy Diakité es einfach sehr, sehr gut macht. Ja, wir haben gestern 2 Tore aus dem Spiel heraus kassiert, mal wieder nach langer Zeit. Trotzdem haben die 2 aus meiner Sicht gestern wieder ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Und bei Omar war es aber so, dass er sich 2 Tage vorm Spiel nicht gut gefühlt hat. Dass auch in der abschließenden Trainingseinheit wir nicht so richtig überzeugt davon waren, dass er am nächsten Tag mit 100% der Energie spielen kann. Und deswegen muss ich natürlich als Trainer dann die Entscheidung treffen, mit einem Spieler mehr nach Nürnberg zu fahren, um alle Eventualitäten dann auch abzudecken. Ne? Und aktuell ist es so, dass Timo Bermann ungewöhnlicherweise für seinen Status in Osnabrück vielleicht etwas stärker in der Herausfordererrolle ist. Gerade bei Innenverteidigern wechselst du als Trainer nicht so gerne, wenn Dinge gut funktionieren. Und ich bin mir sicher, dass er das aufgrund seiner Erfahrung auch versteht und dass er über seine persönliche Situation einfach den VfL Osnabrück sieht. Mhm. Alles klar. Vielen Dank. Gute Trainingswoche und schon mal ganz viel Erfolg für das wichtige Spiel gegen Rostock nächste Woche. Dankeschön.